Yeah. Hey Kinder, was geht denn bei euch ab, Junge? Spülmaschine läuft gerade, gell? Das ist das Geräusch. Hier in der Küche habe ich am späten Abend die beste lichtige. Ne? Licht. Aber ich laufe trotzdem ein bisschen rum. Warte mal, wenn ich jetzt das Licht anmache. Na, das geht auch ganz gut hier mit dem Licht. Ich bleib hier. Am Donnerstag, den 3.12. Community-Abend. Ab 20 Uhr, bum bum, ihr wisst schon, da wird ordentlich gebollert wieder. Ne? Wir werden Counter-Strike spielen. Und vielleicht dann auch, falls so viele dabei sind, die kein Counter-Strike haben, auch ein bisschen Acht und die Kurve. Okay. Yeah. Wir werden den neuen Teamspeak-Server benutzen. Die IP ist unten in der Beschreibung. Ihr könnt euch auf der Homepage anmelden, müsst ihr aber nicht. Also anmelden für den Community-Abend. Der Link ist auch unten. Homepage steht da irgendwo. An alle Leute, die mich ausschließlich über Facebook schauen, ich weiß, dass es sehr viele von euch gibt, denn über 50% meiner Klicks kommen nicht von YouTube, sondern überall her. Und ich nehme an, höchstwahrscheinlich aus Facebook, weil ich da eben, das ist der Ort, wo ich meine Werbung mache. Der Arm. Ich will langsam weh, wirklich. Ich muss das immer ein bisschen runter machen, oder? Wenn ihr Facebook-Leute sagt, ich würde dich gerne jeden Tag schauen an deinen aktuellen Videos, aber ich will mich jetzt nicht auf YouTube anmelden. Extra für euch gibt es eine Gruppe unten in der Beschreibung. Da wird ausschließlich von mir bzw. einem Co-Admin das aktuelle Video gepostet. Also damit ihr das oben in eurer Weltkugel seht. Und dann könnt ihr auch immer das neueste Video schauen, ohne irgendwie auf YouTube oder was weiß ich, wo angemeldet zu sein. Ihr werdet trotzdem daran erinnert über diese Facebook-Geschichte. Viele haben mich schon gefragt, ob ich wieder einen Adventskalender mache, so wie letztes Jahr, dass ich jeden Tag im Dezember praktisch ein Video mache, ein kurzes. Und ich hab's vor, ja. Yeah! Fuck around the pussy! Ich weiß nur nicht, ob ich jeden Tag ein Video machen kann oder ob ich manche Tage nicht einfach zusammenfassen muss. Ich denke, ich werde manche Tage zusammenfassen, dass ich sage, hey, die letzten drei Tage von meinem Adventskalender sahen wie folgt aus. So, bumm. Hier nochmal ein herzliches Hallo an alle neuen Abonnenten. Es gab mal wieder einen riesigen Schub. Ich bin sehr froh, dass es so läuft. Das Case-Opening hat einige angelockt. Das nächste ist auch schon am Start. Zu Counter-Strike sei noch gesagt, falls ihr Kisten zu viel habt oder so, oder irgendwelche Sachen, kann ich mir die ruhig geben. Nee, also es soll natürlich kein Geld für mich ausgeben, aber falls ihr halt irgendwas habt, was ihr nicht braucht, was ich öffnen könnte für ein Case-Opening, dann nur her damit. Ich werde euch verlinken, eure YouTube-Kanäle oder euren Namen oder euren Facebook-Account, was ihr eben wollt, das schreibt ihr mir dann einfach dazu in den Trade oder so und dann weiß ich, was ich von euch verlinken kann. Ja, soweit so gut. Ich muss es schon wieder packen. Es ist schon wieder so viel zu tun. Das ganze Wochenende wieder unterwegs. Ich habe aber trotzdem Material, ja. Ja, heute kommt noch das, ist das gerade Freitag, heute kommt das Steam-Video, gestern kam Counter-Strike und heute kommt dann dieses Video hier. Ah ja, ich werde dann auch ein Giveaway machen. Nach dem dritten Case-Opening suche ich einige Skins raus und werde dann ein Giveaway machen. Ich will schon gucken, dass es mindestens 5 Skins sind, die ich verschenke. Ich habe gesehen, dass es wirklich für alles Abnehmer gibt. Ich dachte erst, ich kann das doch nicht machen, wenn ein Skin nur 50 Cent wert ist oder sowas, dass ich den verschenke. Aber es haben mir schon einige geschrieben, die und die Waffe finde ich voll cool, kannst du mir die schenken und hin und her. Und dann habe ich dann geschrieben, Leute, das Giveaway wird stattfinden und dann könnt ihr voll zugreifen. Wie das Giveaway aussehen wird, habe ich noch keinen Plan, aber das passiert dann schon richtig. Also vielen Dank fürs Zusehen, natürlich 100 Millionen Daumen nach oben geben, das ist klar, ja, sonst geht die Welt unter. Ciao.